Yo Leute, da bin ich wieder, zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Staffel 7. Und ja, erstmal mein Mikro wieder richten, bevor ich hier weitermache. Ja, heute wieder eine kleine Aufnahme, allerdings nicht so lange wie das letzte Mal. Da hatte ich ja 5 Folgen am Stück aufgenommen und heute nehme ich mal nur 2 Folgen. Weil ich denke einfach, es reicht und ich glaube, es macht nicht viel Sinn, hier das abzubauen, weil wir wollten ja dann eh wieder hoch, oder? Ich weiß gar nicht, wie war denn das? Wollten wir nicht nur Level sammeln? Oder wollten wir Dias holen? Ich habe jetzt 5 Stück. Und eine Glücksspitzhacke weiß ich gar nicht, ob ich die habe. Muss ich nochmal hochgucken. Auf jeden Fall, ja, haben wir einiges an Zeug und ich würde sagen, wir könnten eigentlich jetzt erstmal wieder hoch. Ja, für mich ist die letzte Aufnahme wieder über eine Woche her. Ja, also ich nehme nicht mehr so oft auf. Ich habe es ja alles gesagt. Also die Abstände sind jetzt wahrscheinlich immer so 1 oder 2 Wochen. Ja, also nicht mehr öfter in der Woche oder sonst was. Weil, ja, mit Schule und so, das ist einfach sonst zu viel, wenn ich dann hier zu viel aufnehme und oder mir zu viel vornehme. Weil ich habe dann immer den Drang, das Vorgenommene einzuhalten. Und das nimmt dann manchmal die Überhand. Und deswegen habe ich gesagt, nee, komm, lässt es bleiben. Aber ich denke mal, ich habe da schon oft genug drüber geredet, das müssen wir jetzt hier nicht noch 1000-mal anschneiden, das Thema. So, ich konzentriere mich jetzt erstmal lieber aufs Spiel. Und ich finde es ja schon erstaunlich, dass ich schon hier mittlerweile 46 Folgen überlebt habe. Ist schon krass, also da auf jeden Fall schon mal, hätte ich nicht mit gerechnet unbedingt, dass ich das so ohne weiteres hinkriege. Aber ihr habt es ja auch schon gesehen, es gab schon einige spannende Momente, wo es echt knapp war. Und ich hatte, glaube ich, auch zwischendurch mal beim Monsterjagen ein Herz oder so. Also es war schon nicht immer hier so sicher, ne? Es war schon manchmal risikovoll. Und das ist natürlich auch so eine Sache, was dann ziemlich krass ist. Und ja, ich muss mal gucken, ob wir dann demnächst nochmal öfter Monsterjagen gehen. Wir brauchen auf jeden Fall eine neue Rüstung. Ja, aber Monsterjagen ist einfach so ein Ding, das muss man halt immer wieder machen. Und ich denke mal, dass wir das demnächst auch mal wieder in Angriff nehmen sollten. So. Okay, dann geht's erstmal hier durch. Mensch, mein Hals ist wieder ein bisschen zu. Okay, hier werde ich dann auch mal eine Fackel anbringen. Oh, wir haben gar keine mehr dabei. Naja, machen wir dann beim nächsten Mal. Da war noch Eisen. Das muss mitgenommen werden. Okay, das war ein bisschen dumm. Wenn da jetzt irgendwas gewesen wäre und dann wäre ich weg gewesen, hätte ich mich auch geärgert. So, das könnt ihr aber wissen. Denn, ja, wir dürfen halt nicht sterben bis Folge 100. Das ist halt die große Challenge und wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Ja, das ist dann halt auch wieder die andere Seite. Dass wir wirklich noch einen weiten und harten Weg vor uns haben. Ich denke mal, es ist schaffbar, nicht zu sterben. Sollte eigentlich möglich sein, wenn man sich ein bisschen in Acht nimmt und so. Sollte das gehen. Aber womit ich halt rechne, ist, dass wir beim Enderdrachenkampf sterben. Das wäre sehr realistisch, vor allem bei der 1.9er Version, die ja jetzt immer noch nicht draußen ist. Also, gerade ist der aktuelle Snapshot, glaube ich, der 15W37 A oder B oder C, keine Ahnung, ist ja auch egal. Auf jeden Fall Kalenderwoche 37. Und ja, da wird jetzt erstmal noch ein bisschen die 1.9 auf sich warten lassen. Ich hoffe ja, dass er noch 2015 kommt und nicht noch hier über Weihnachten und Neujahr man warten muss, bis dann irgendwann mal im Januar das vielleicht mal irgendwie nebenbei kommt. Sondern ich hätte das gerne noch dieses Jahr. Naja, viel Zeit haben sie nicht mehr, nur noch 3 Monate. Jetzt haben wir gerade Mitte September, den 13. haben wir heute. So. Ah, sieht schon ganz nice aus irgendwie, wenn man so von hier guckt. Ja. Okay.
Ja, wieder ein bisschen früh heute am Start. 9:45, aber das war eigentlich früher auch immer so meine normale Aufnahmezeit. Ganz früher, zu den guten alten Zeiten. So. Hier haben wir Glück 3 drauf, sehr schön. So, dann baue ich die direkt mal hierher. Na, du Cheater, sagen jetzt wieder alle, die sich nicht auskennen. So, 12 Dias. Vorher hatten wir einen. Oh, nicht schlecht, ne? So, was haben wir denn hier? Wir haben hier schon zwei Dinger verzaubert. Einen Helm und Schuhe brauchen wir noch. Die mache ich dann auch direkt mal gleich. Aber erstmal hier 1, 2, 3. Wie viel brauchen wir hier? 6, ne? Dann haben wir noch 2 übrig. Die können wir hier eigentlich noch mit drauf tun. So. Ja, ich teile mal wieder hier alles genau auf, dass es genau aufgeht. Mann, 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 das ist echt schlimm wieder. So, hier noch was? Nee. Dann tue ich gleich das Gold hinterher. Können wir hier mal die Aussicht genießen, die absolut nichtssagend ist. So. Okay, wir schauen mal hier. Ich wollte ja hier unbedingt mal weiterbauen langsam. Das wird auf jeden Fall Zeit. Wir können ja schon mal das Diorit durchcraften und hier dann schon mal wieder weitermachen, so. Okay, ist auch die richtige Ebene. Ich habe gerade noch mal geguckt. So, und hier brauchen wir dann halt noch diesen Lehm. Oder in der Mitte machen wir was anderes. Ich weiß es noch gar nicht. Mit dem Schwarzen. Also hier diese Mischung gefällt mir gut. Muss ich ja ehrlich sagen. Aber ja, wie wir es mal wieder umsetzen, ist wieder Kacke. Ja. So. Dann wollte ich jetzt eigentlich mal vielleicht einen Helm verzaubern. Warte mal, ich gucke erst mal, ob wir da schon einen haben. Nicht, dass ich doppelt einen crafte. Nee. Gut, dann Tür zu. Erkennt es. So, Atmung 3. Ja, da weiß ich ja jetzt nicht, was drauf kommt. Ganz ehrlich, also ich möchte ja eigentlich nur Protection. Und wenn jetzt irgendwie Blast Protection oder so drauf ist, dann würde ich mich sehr ärgern. Ich kann ja mal hier so einen Helm machen. Der ist ja jetzt nicht so wertvoll. Schutz, Haltbarkeit, Atmung und Wasseraffinität. Alter. Ist das ein geiler Helm. Und jetzt haben wir das hier nicht drauf. Es ist jetzt hier schusssicher, natürlich. Ey, es ist klar, gell? Ach nö. Aber Wasseraffinität haben wir ja eh noch. Stärke, Effizienz. Vielleicht kann ich erstmal eine Hose oder Schuhe verzaubern. Ja, Schuhe bräuchte man noch. So. Gut, guck mal da nochmal, wie es da so aussieht. Da hätten wir Haltbarkeit. Ah, toll, und wenn das jetzt daneben geht. Nehme ich erstmal Eisenschuhe mit Haltbarkeit. Oh Mann. Ach stimmt, wir haben jetzt hier wieder nichts dabei. Wasserläufer unschüssig. Also ja, es ist das Schusssicher, hätte ich nämlich nicht gebraucht oder nicht gewollt. Das können wir beides mal hier reinlegen. Also wegwerfen will ich es nicht. Nicht so verschwenderisch hier. Und ja, dann kann ich ja hier nochmal gucken. Oh, Eisen haben wir aber echt genug. Gut, vielleicht nicht genug, aber zumindest reicht's erstmal. Das ist ein guter Vorrat. So.
Okay, 16 Gold. Da könnte ich vielleicht gleich wieder die Level zusammenkriegen. Das wäre richtig nice. Diorit. Haben wir noch... Ah ja, da oben haben wir noch normalen Diorit. Dann Akazienholz haben wir hier noch. Da wollte ich gerade mal mich da hochstecken und da noch was machen. So, hier. Und dann wollte ich jetzt eigentlich auch mal neue Biome erkunden. Das war eigentlich so das, was ich jetzt vorhatte, als nächstes. Tatsächlich. Ne? So. Da haben wir noch das Holz. Da könnte man das hier eigentlich so fortführen. Dass wir das so... Ja, einfach so ein Schema drin haben. Und dann hier immer... Die Dinger zwischendurch durchgezogen. Huch. So, und hier hätte ich gerne auch noch Dinger drin. Fenster. Und ich weiß nicht, soll ich da weißes Glas vielleicht nehmen? Das wäre vielleicht ganz cool. Wenn wir noch welches haben. Hier haben wir noch. So, das kann ich mal einen halben Stack nehmen. So, zack. So, jetzt liegt natürlich hier alles rum. Ich versuche schnell zu agieren. Zur Not haben wir ja Behutsamkeit, da können wir das Ganze wieder abbauen. Ich gucke gerade mal in mein Aufnahmeprogramm, okay. Zack. So. Vielleicht erstmal das, was schnell geht. Zack. So geht's am besten. Und hier vielleicht auch einfach durchziehen, oder? Oder hier noch? Ja, komm, um dem Stil eigentlich treu zu bleiben, müssten wir es so machen, dass wir da das so machen. Zack. Huch. Hä? Gerade ging es doch auch. Wahrscheinlich liegt das an den Himmelsrichtungen. Dass ich das jetzt hier nicht... Also, dass ich das jetzt hier nicht so ordentlich setzen kann. Und ich wollte es doch nochmal austesten. Hat gerade wieder einen kurzen Cut gemacht. Deswegen... Ja, siehst du hier, das geht nicht. So. Aber hier auf der Seite ging es halt, oder? Geht's jetzt auch nicht mehr. Doch, hier geht's. Okay, also ich hatte gerade wieder einen kurzen Cut gemacht. Ich war ein bisschen verpeilt gerade wieder. Tut mir leid, wenn das manchmal der Fall ist. So, der Mond geht auf. Hä, wo ist denn jetzt das Holz? Ach, hier. So, hier sollten wir vielleicht mal was wegtun. Was kann mal weg? Alter, ich hab... Nur noch volle Kisten. Ach, nur noch. Das geht doch gar nicht. Hier, das kann raus. Aber ich weiß überhaupt nicht mehr, wohin mit den ganzen Cobblestones. Das ist die Frage. Das hier kann noch raus. Das. Die Flints können unten rein. Das Glas. Ach du Scheiße, ey. Ich habe keinen Platz mehr für irgendwas. Ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal Monster schnetzeln. Das ist das, was wir jetzt am meisten brauchen. Vielleicht kommen wir ja sogar auf Level 33. Obwohl, ich glaube, dazu ist es schon wieder ein bisschen zu spät. Und irgendwie spawnt die Nacht auch nicht viel. So, nach der Monsternacht gucke ich dann mal. Ich möchte auf jeden Fall bald mal bisschen die Gegend erkunden hier. Also die umliegenden Biome. So. Sag mal, wieso geht das durch und durch? Jetzt auch Schluss hier mit lustig. Alle weg. Zack. Okay, und du auch. Bitte. Danke. Oh, das war mein Fall. Und hier, die will ich auch noch haben.
Und da unten die Viecher. Mensch, es spawnt aber doch relativ wenig, ne? Habe ich das Gefühl. Der hatte gar nicht die Chance, mich anzugreifen. So, zack. Sorry, wenn ich immer ein bisschen zu oft springe, aber das muss sein. Einfach aus Sicherheitsgründen. Einen anderen Grund hat das nicht. So, da ist das Schaf und die Skelette.